Super. Okay, ich würde dann den Kusenski ersten Satz hören von dir. Thank you.
Danke schön. Super. Also du hast schon mit Klavier gespielt? Ja. Geprobt? Ja. Und? Klappt? Mhm. Super. Weißt du, dass dieses Konzert ist über Überleben? Ja. Muss ja nicht gehen zum Überleben. Ach so, ich habe eine andere Kontrabass jetzt. Super. Jetzt werde ich falsch spielen. Ich habe das mit der Orchesterbegleitung gespielt, mit Symphonieorchester. Und das ist wirklich so geschrieben, so viele Stimmen, so kompakt, dass man einfach der Kontrabass, wie heißt das, Amplify. Und da geht es so. Ja, das einfach muss verstellen. Wenn man mit großer Symphonieorchester spielt. Es geht anders nicht. Mhm. Weil niemand hört was. Ja. Wenn du mit Klavier spielst und Klavier ist offen, ja, dann ist möglich. Ich kann sagen, okay, ist möglich. Und ich würde dir sagen, ich würde gerne mit ganzer Haare Fläche spielen. Weil wenn du spielst so, Ton wird einfach dünn. Und so hast du mit Ton wird mehr fett. Es gibt viel Unterschied. Ja? Kannst du mit der nochmal anfangen? Immer stoppen. Ich habe schon vorher gesagt, dass wir versuchen immer die Gesang imitieren, wenn wir Solo spielen. Und das ist eine Linie, was beginnt mit dieser H. Ja? Diese H darf mich schon sofort ein Decrescendo haben. Sondern dort beginnt die Geschichte. Also das musst du schon weiterführen. Nächster. Ist dieselbe, nur andere Töne.
weiß das so, dass die zwei Sätze, die sind Kadenzen. Aha, ja. Das ist Kadenza. Und das ist einer von meinen Lehrern, er heißt Wolfgang Bickler, der mir das gesagt hat. Ich habe das auch notiert und drunter geschrieben, diese Agogik, wie er das macht. Also drei in drei. Okay. Außer ihm und ich. Okay. Aber es kann gut klingen. Und das auch. Ja, es kann. Nur versuch. Okay. Und dann vergiss es. Wenn dir das gefällt, dann mach das so. Accelerando muss man schon machen, aber in Tempo. Aber muss irgendwie mit dem Tempo gut sein. Nicht irgendwie Tempo spielen, sondern eine Konzeption haben und dann das machen. Was gefällt dir besser? Rein accelerando, rein in Tempo oder old school? Ja, ich bin, glaube ich, eher so die Oldschool-Variante. Bist du auch Oldschool, wie ich? Okay. aber spielt man das dann wirklich, dass man dann wirklich, wie ich sag, auf diesen Ton, auf diesen, wirklich so einen Akzent macht? Oder? Das ist Geschmackssache. Es ist kein Akzent. Aha. Nee. Okay. Nicht. Auf keinen Fall. Okay. Wir müssen immer singen. Okay. Versuch mal das. Diese
dann nutzt du aus für Singen. Nicht so, nicht ganz, also nicht. Nicht, aber nur wie ein Sänger. Okay. Das mal. Dass die Publikum, wie sagt man, aufweckt. Ja? Und dann, sie gucken, was da Kontrabass spielt. Ah, okay, ja. Interessant. Publikum und dann fangen sie an. Das Kontrabass-Konzert beginnt hier. Das ist das Beginn. Du kannst sagen, hallo, ich bin hier, guck mal. Die gucken schon. Deswegen du brauchst nicht. Hallo, ich bin hier. Die gucken schon. Zweite Stufe ist ein bisschen mehr. Dritte Stufe. Und eine große Überraschung hier. Ja, wenn das dies wäre, dann. Seit 10 Jahren, ich habe nicht mehr Deutsch gesprochen, nur Englisch. Deswegen eine Vorschlag für dich. Diese Triole ist eigentlich schon schnell. Aha. Und da braucht man nicht viel sagen. Du kannst locker diese niemand wird was sagen, er hat diese Fingersatz gespielt. Nein, das ist nicht nötig. Demo. Jeden Sonntag.
Demonstration. Was ist das? Jeden Sonntag ist da wegen Demonstration. Ah, Demonstration. Ja. Ah, okay. Was ist das nochmal? Gegen Krieg. Nee? Das ist jede Woche wegen irgendwas anderes. Ja. Ja. Ah, okay. Sie haben einfach Spaß und demonstrieren. Super. Na schön. Also, dann kannst du so lange Werkzeug machen. Einfach bleib auf die Seite drücken und rutschen. Bisschen. Du kannst rutschen. Du glaubst das nicht. Das ist viel zu gut. Ist nicht nur über linke Hand, es ist auch über rechte Hand. Gesundheit. Danke. Guck mal, was ich mit dem rechten Hand mache. Das ist ein Bogen langsamer. Langsam Bogen. Und dann schnell. Mach das immer, wenn du einen Sprung hast. Das wird so nicht funktionieren. Nein. Wenn du den Bogen gerade ziehst, wird nicht funktionieren. Du kannst die Spitze runter. Und dann kannst du langsam. Wenn das nach oben zeigt, dann kannst du schnell spielen. Okay, also ich mach's. Aber nur bis zu gerade. Okay, ich helfe. Das ist mehr so gerade. Ja, aber du sollst. Okay. C, guck mal. C, so. B ist so. Ja, und stoppe die Bewegung nicht. Nicht stoppen. Genau. Ja? Mutig sein. Mut. Dazu haben Piano.
das ist so wichtig, diese paar Töne da. Deswegen ich mache getrennt. So kleine Seite. Ja. Man braucht Bogen. Ja, okay. Und deswegen, ich würde das. Was ist wichtig? Das. Erste Note. Und dann ist nichts. Das war wichtig hier. Da, 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 da. Das ist genug für denen. Zeigen, dass jetzt kommt diese Cisol. E vermindert Akkord, ja? Nicht alle Töne zeigen. Ich zeige dir alle Töne. Das ist langweilig. Ja, ja. Langweilig für die Leute. Ja, ja. Soll ich jetzt Pause machen?